Die deutschen Leichtathleten haben bei der 8. Auflage des Meetings Berlin Fliegt ihren 6. Sieg gefeiert. Beim Nationenwettkampf zwischen Neptunbrunnen und Fernsehturm setzte sich das Team um Weitsprung-Europameisterin Malaika Mihambo am Samstag mit 35 Punkten vor Großbritannien 26 und Frankreich 21 durch. Neben Mihambo traten für Deutschland im Weitsprung der Männer der EM-Zweite Fabian Heinle, die Sprinter Lisa Marie Quaye und Kevin Kanz sowie Stabhochspringerin Stefanie Dauber an. Punkt. Nach insgesamt 12 Wettbewerben stand Deutschland am Ende klar vor dem US-Team um Stabhochsprung-Hallenweltmeisterin Sandy Morris, das nur auf Rang 4 landete, 19 Punkte.